So, da sind wir auch wieder und wir wollten jetzt zu Nigel wechseln. We were attacked on our way to Angelicus, but don't worry, Sybil is fine. The criminals were sent by your old friend Basil Hallward. Auf dem Weg zu Angelicas Haus wurden wir angegriffen, aber keine Sorge, Sybil geht's gut. Die Übeltäter wurden von ihrem alten Freund Basil Hallward geschickt. He ordered them to kill me, so that I couldn't help Sybil and Angelica. The bandits left a message. Basil took Henry Wharton, has demanded a ransom. Er befahl ihnen, mich zu töten, damit ich Sybil und Angelica nicht helfen kann. Die Bösewichter haben eine Nachricht hinterlassen. Basil hat Henry Wharton entführt und verlangt Lösegeld. Basil got desperate after his father went bankrupt and died. You have to stop him. Find a safe path through the forest. There are criminals everywhere. Here, Sybil sent this for you. Nachdem sein Vater bankrott ging und starb, packte Basil die Verzweiflung. Sie müssen ihn aufhalten. Finden Sie einen sicheren Weg durch den Wald. Diese Verbrecher sind überall. Hier, das hat Ihnen Sybil geschickt. So, gefunden, Adresse. Finde einen sicheren Weg zu Basils Aufenthaltsort. Genau das. Und damit kann ich jetzt irgendwas machen. Achso, so. So. Nigel, wenn du dies liest, dann bin ich nicht mehr am Leben. Das ist das wertvollste Erbe, das ich dir vermachen kann. Dieses Amulett ist magisch. Es verwandelt dich in einen Falken. Setz es weise ein. Dein liebender Vater, Oscar Wayne. Davon hat mir Vater nie erzählt. Glücklicherweise kommt dies gerade rechtzeitig. Ein Falkenamulett. Oh, meine Herren, ey. So. Führe Nigel zum Tor und vermeide dabei die schwarzen Falken. Tippe auf eine meine Fresse, ey. Tippe auf eine leuchtende Kachel, um Nigel dorthin zu bewegen. Grüne Kacheln verlangsamen die schwarzen Falken. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Schieberätsel hasse? Nun kommst du hier kaum voran. Die können sich zwei bewegen.
Da haben wir es doch. Lässt sich wie ein Wolf. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe mich nie so frei gefühlt. Mann, sieht das ein Land aus. Natürlich. Schon mal vorher markiert. Flasche rum, natürlich. Charles Hall. Lumpen. Ah, hast du einen Brennstoff, okay. Magnet am Seil. Dies vertrockneten Ranken muss man doch irgendwie loswerden können. Ich würde sagen, indem man sie anzündet. Hier kann ich was anzünden, wenn nötig. Ach so. Ja, unser Eins kommt eventuell manchmal nicht auf so etwas. Meine Mäuse ver... verbrennt man ja kein Alkohol. Dir fehlen natürlich Arme. So, 1 und 2. Und Holzkacheln haben wir auch noch. Okay, das können wir nicht anzünden. Da hinten liegt was. Eine elegante Lösung. Okay, hier ist so das. So, finden sich dann und gelange in Basils Haus. Ameisen. Ich habe gehört, dass Ameisen Süßes mögen. Dann wollen wir mal die Theorie mal testen. Ich habe gehört, dass Ameisen Süßes mögen. Dann wollen wir diese Theorie mal testen. Angelköder. Okay. Ich kann nicht mit bloßen Händen graben. Süßigkeiten.
So, 10 von 64 Pinsel. Licht an, aus, an, aus. Hier, Handschuh zum Kramen. Dann halt nicht. Dornenranken, Handschuh. Fackeln wir mal an. So, einen richtigen Pinsel. Dann noch, keine Ahnung, Karten, Spielkartenemblem. Ah, okay. Woher weiß die Taube, wo sie hinfliegen muss? Nächste Kochplatte. Ohne Hilfsmittel komme ich da nicht hoch. Aha. So. Achso. Jetzt haben wir einen Pinsel. Jetzt können wir sauber machen. Oder auch nicht. So, ein zweiter Gargoyle und dann hauen wir da noch das Kartenemblem rein. Ja, wir halten einen Rubin. Geil. Zange und eine Holzkachel. Kneifzange, um es genau zu machen. So, was sollen wir machen? Ordne die Kacheln so an, dass sie gemeinsam die Symbole wiedergeben, die am Rand stehen. Tippe nacheinander auf zwei angrenzende Kacheln, um sie zu tauschen. Die Symbole leuchten auf, wenn die Kacheln richtig platziert sind. Okay. Achso, okay. So. So. Ach. Ach du Scheiße, ey. Muss so halt. Und es fällt erstmal eine Leiter entgegen. Was ist das denn für ein gut aussehender Mann, junger Mann? Was ist das und wie vermeide ich davon getötet zu werden? Indem ich erstmal eine Leiter dahin stelle. Und erstmal in Ruhe wimmel. Aha. Natürlich. Ich hab hier Rinde. Ach so. Hoppla! Was ist das denn? Beeren, okay. Womit kann ich nur die Beeren zerstampfen? Da man ja nicht mit seinen Fingern arbeiten will.
ist das denn? Harz. Knochen? Huch. So. Hier mit Harz zusammenkleistern erstmal. Das nimmt er so in der Hand. Angelika, ich habe gute Nachrichten. Henry lebt. Er ist derzeit nicht er selbst, aber ein Bild seiner Liebsten sollte ihn wieder zu sich selbst bringen. Bitte schicke mir eines, sobald du kannst. Nigel. Noch zusammenbinden, okay. Wenn wir was Passendes finden, dann können wir es gerne machen. Lalala. Ist das sowas wie... sowas ähnliches wie Seil? Na komm, gib mir mal einen Tipp. Nachricht an Angelika. Und wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.